Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind an einem mittelgroßen Baggersee in Süddeutschland unterwegs und haben Großes vor. Vor 3-4 Wochen, es war noch Sommer, alles war voller Badegäste, war ich hier und wollte Wels mit Karpfenangeln verbinden, tagsüber aktiv und nachts die Karpfenruten rausballern. Das hat auch soweit mega gut geklappt. Das Welsangeln mit dem Bellyboot war der absolute Wahnsinn. Ich verlinke euch mal den Film hier oben. Aber beim Karpfenangeln war nur Chaos. Also morgens früh raus, nachts dann hatte ich 2 Brassenaktionen. Karpfen habe ich keinen gefangen, weil ich mich nicht richtig auf eins konzentrieren konnte. Und dieses Mal habe ich Verstärkung dabei. Wir haben vor, Ansitzangeln auf Waller mit der Bojenmontage, ganz spannend für euch hier in Deutschland, und Karpfenangeln. Wir werden 2 Karpfenruten auslegen, 2 Wallerruten, und probieren dann mal das Bestmögliche hier zu erreichen. Ja? Beide Fischarten zu mixen. Ich bin gespannt, ob es diesmal hinhaut, aber diesmal sind wir zu zweit, da muss ich nicht alles alleine handeln. Ja, und das letzte Mal habe ich da hinten von der Steganlage aus geangelt und bin mit dem Bellyboot hier aufs Gewässer drauf, tagsüber zum Raubfischangeln. Und dieses Mal wollen wir auf diese Insel da drauf. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man da sitzen kann. Müssen wir jetzt erstmal hinfahren. Aber das ist definitiv ein Angelplatz, wo noch keiner geangelt hat. Eine spannende Sache. Wir können hier ganz viele Bereiche im See mit unseren Montagen erreichen. Wir sind gespannt. Wir nehmen euch mit. Wir fahren jetzt erstmal hier auf unser Island drauf. Hier vorne kommt sie, die Insel, und gucken mal, ob wir da unser Lager aufbauen können. Ein Großteil des Gepäcks liegt noch da drüben am Ufer. Ja. Wir haben, wenn man Wels und Karpfenangeln verbindet, sehr, sehr viel Tackle dabei und haben uns da schon eingeschränkt. Aber das Schlauchboot ist schon gut voll jetzt. Da ist schon alles am Start. So, aber jetzt heißt es erstmal Platz aufbauen und dann geht's weiter. Wahnsinn, ey. Also da haben wir definitiv recht behalten. Hier war noch kein Angler. Hier war noch kein Angler. Machen wir uns ein bisschen Platz jetzt. Kein großer Fuhrschaden, aber dass die Zelte hier reinpassen. Es geht langsam in den Herbst. Die Nächte werden kälter. Kann auch sein, dass ein bisschen Regen kommt. Zelte müssen wir aufbauen, sonst würde ich alles jetzt hier einfach mit der Liege machen. Und dann geht's los, ja. Dann geht's ab. Wir haben unser ganzes Gepäck drüben auf unserer kleinen, geheimen, gemütlichen Insel. Wir haben auch ganz, ganz wenig Grünzeug jetzt hier weggemacht. Unnötig brauchen wir hier keine Pflanzen und Bäumchen fällen. Das ist Quatsch. Nur so viel Gras, ein bisschen gerodet, dass die Zelte reinpassen. Und jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben, denn es fängt an zu regnen. Der Regen kommt. Schnell aufbauen. Es ist jetzt schon später Nachmittag, und dann Plätze suchen und die Routen raus. Ja. Abfahrt. Was merkt man immer wieder beim Angeln? Man hat immer viel zu viel Zeug dabei. Vor allen Dingen, wenn man mit dem Schlauchboot auf so eine kleine, geheime, gemütliche Insel hier moved, ja. Aber es wird, meine Hütte steht schon. Martin baut jetzt noch schnell seine Hütte auf, um alles regendicht zu machen, falls es jetzt doch noch stärker anfängt zu tröpfeln. Ja, und dann versuchen wir noch das Chaos da unten irgendwie zu bewältigen. Aber man merkt schon wieder, Karpfen und Welsangeln gemischt ist gar nicht so einfach. Wir haben Futter dabei, wir haben die Wallerruten dabei, wir haben die Fiederruten dabei, wir müssen ein paar Köderfische fangen. Wir müssen alles vorbereiten, Plätze suchen, und dann geht's los. Aber wir sind gut im Zeitplan. Es ist noch 2-3 Stunden hell, und im Notfall legen wir halt im Dunkeln die letzten Montagen aus. In den meisten Fällen machen wir es ja auch so, wenn wir unterwegs sind, dass wir erst die Routen setzen und dann in Ruhe unser Lager aufbauen. Aber wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit vor uns. Machen wir uns erstmal gemütlich. Es muss ja nicht immer alles Harakiri und Kampf beim Angeln sein.
Und wer weiß, was das Wetter macht. Lieber erstmal alles im Trocknen und dann geht's raus auf den Baggersee. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, was uns erwartet. Die Karpfenruten sind vorbereitet. Wir fahren jetzt raus auf den See. Es hat alles doch wieder länger gedauert, als man so plant. Aber wir haben noch Licht. Ja. Wir werden eine Rute, ihr habt es ja vorhin kurz gesehen, mit einem ganz auffälligen Poppy angeln. Da werden wir ein paar Partikel drauf schmeißen. Das ist immer ein super Tipp, wenn ihr an einem neuen Gewässer unterwegs seid, wo ihr keine Zeit habt vorzufüttern. Für mich selbst sind es hier 400 Kilometer Fahrtstrecke. Auf unsere kleine, geheime, gemütliche Insel. Und eine Rute werden wir fischen mit einem ganz normalen Bodenköder. Wir haben ein paar Bloody Chicken dabei, die funktionieren auf Anhieb immer gut. So, aber genug geschnackt, die Dinger müssen jetzt raus. Und dann schauen wir mal, was passiert. Und die Wallerruten haben wir mal angefasst. Also jetzt setzen wir erstmal die Karpfenruten und dann geht es an die Welsruten. Wir wollen ja gemixt angeln. Wels- und Karpfenangeln zu verbinden, das ist unser Ziel. Hier ist schon der erste interessante Spot, der Durchbruch von unserer kleinen Insel, auf der wir sitzen. Wir haben jetzt unsere Poppyrute mitgenommen und werden als Lockfutter nur so einen Partikelmix hier benutzen. Nüsse, Hanf und Mais. Funktioniert auf Anhieb eigentlich immer gut, haben wir super Erfahrungen mitgemacht. Kommen keine Boilies drauf, nur der lockende Poppy über dem Partikelteppich. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Das Ufer fällt an unserer Insel relativ schnell ab. Wir erreichen relativ schnell so die 5-6 Meter Kante. Es wird jetzt Herbst. Wassertemperaturen liegen immer noch bei der 20 Grad Marke, aber wir werden doch schon eine Etage tiefer anfangen zu angeln. Einfach mal probieren. Wir haben im Uferbereich größere Krautgürtel immer noch. Die meisten Krautgürtel liegen alle in dem Bereich so zwischen 5 Meter aufsteigend zum Ufer. Und ich glaube dahinter in die abfallende Kante 5, 6, 7 Meter, da werden wir es jetzt probieren. Da werden wir heute Nacht die erste Falle hinlegen. Wir bringen ein paar Partikel da drauf, den Poppy. Das ist ein sehr auffallender Köder. Oh Gott, hier kommt gerade ein riesen Fisch durchs Bild. Das wird interessant fürs Welsangeln später. Also das sieht schon stark nach Waller aus. Ja. Wir suchen uns jetzt eine Markierung am Ufer. Wir nutzen hier die beiden Bäume. Die finden wir auch in der Dunkelheit dann gut wieder, falls irgendwo was abläuft. Und fahren jetzt so lange die Kante raus, bis der Krautgürtel aufhört. Und dort setzen wir jetzt einfach mal eine Rute und probieren unser Glück. Hier seht ihr schön das Kraut jetzt laufen. Und wenn wir jetzt ein kleines Stück tiefer gehen, hört der Krautgürtel auf.
Das ist der hintere Bereich jetzt. Wir tasten jetzt erstmal mit der Rute unten am Grund, dann noch leichte Krautfahren da sind. Und wenn es hart ist, legen wir direkt ab. Hier seht ihr auch gerade wieder einen Fisch kommen. Und wieder irgendwas Dickes unterwegs. Naja, das sieht doch gut aus. So, lass mal die Montage runter, gucken wir, ob es da frei ist. Ist es hart? Nein, es ist weich. Aber es ist kein Schlamm. Es ist feste. Ja. Ein fester Untergrund, aber kein Kies. Aber es ist sauber. Die erste Rute liegt am Baggersee. Einfacher geht es eigentlich nicht. Partikel, ein auffälliger Poppy drüber in der Farbe Gelb. Hier hinten in so einer Ecke vom See, in der abfallenden Kante, hinter dem Krautgürtel abgelegt. Wenn die Karpfen Bock haben, denke ich, sollte da doch einer angehen. Zweite Montage. Hier werden wir jetzt mal zum Antesten für den ersten Abend komplett auf Partikel verzichten und rein auf Bodenköder gehen. Ein paar Beulis außen rum streuen, Bodenköder auch ablegen. Und dann haben wir erstmal einen perfekten Test, ob wir die Partikel als Lockköder brauchen, ob die Partikel vielleicht auch zu viel Weißfische anziehen. Müssen wir jetzt mal probieren, was besser funktioniert. Aber das macht es ja auch gerade spannend. Ja. Mit der zweiten Rute werden wir ein bisschen tiefer noch gehen. Die 6-7 Meter Kante mal probieren. Und so haben wir zwei verschiedene Kanten, zwei verschiedene Spots im See abgedeckt. Und morgen sind wir auf jeden Fall schlauer, wenn irgendwo einer angeht. Der Untergrund ist knochenhart, also die Kante sieht gut aus. 6,5 Meter haben wir jetzt abgelegt und als Markierung oder Orientierung im Hintergrund ist hier der Durchlauf, der Durchbruch von unserer Insel. Läuft hier schön die Kante runter. Schaut doch gut aus. Probier mal aus. Ich schau noch ein paar Hände Beulis drauf, nicht zu viel. Fische Bock auf unser Futter haben und hier vorbeikommen, werden wir einen abholen. Und wenn nichts passiert, suchen wir uns morgen einen neuen Spot. Die Karpfenruten sitzen und jetzt geht's an die Wallerruten ran. Alter Vater, ist doch ganz schön Action, ja? Das ist doch unglaublich, das ist doch wirklich verrückt. Ich wollte gerade anfangen, die Wallerruten vorzubereiten. Läuft die erste Rute ab. Also das ist Wahnsinn. Wahrscheinlich der Wetterumbruch jetzt von dem warmen
Wetter da, jetzt in die Regenfront rein. Direkt losgegangen, das Ding. Der Bodenköder ist schon mal abgelaufen. Martinho ist am Fighten. Kannst du noch ausziehen, kann ich ein bisschen. Das geht schon. Jawohl! Wahnsinn, Route lag jetzt keine halbe Stunde. Es geht ja schon mal gut los hier. Das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Vielleicht auch nur Glück, ja, aber 20, 30 Minuten, also länger lag die Route jetzt nicht. Wir waren gerade dran, die Wallermontagen vorzubereiten. Die Sonne geht jetzt unter am Horizont und da läuft der erste ab auf die Bodenköder. Vor 4 Wochen, wo ich hier war, habe ich nur nachts auf Karpfen geangelt, tagsüber mich ja mehr auf Wels konzentriert. Da kamen nur ein paar Brassenaktionen, kein Fisch und jetzt, wupp. Aber vielleicht ist es auch die Herbstzeit, dass die Jungs jetzt Bock haben, dass die Karpfen jetzt richtig Hunger haben. So, Karpfenrute wieder raus und dann gehen wir wieder an die Welsruten. Bin gespannt, ob das eine gute Idee war, Waller und Karpfenangeln zu verbinden. Aber wir bleiben dran. Rute muss wieder zurück auf den Spot, wenn die Karpfen da langziehen. Das war genau der Platz jetzt hier an unserem Inseldurchbruch, an unserer kleinen geheimen Insel. Müssen wir dranbleiben. Und im Notfall müssen wir mal die Ballerrouten nachts rausballern. Es ist doch später geworden, als wir gedacht haben. Hat der Kinder mit rechnen können, dass da direkt ein Karpfen abläuft. Aber wir ballern die Ballerrouten jetzt noch raus. Mindestens eine. Wir wollen halt auch jetzt nicht zu viel Krach aufs Wasser bringen. Aber eine Rute muss rein. Aber ich merke schon, dass es doch Karpfen und Welsangeln zu verbinden gar nicht so einfach ist. Aber wir bereiten jetzt noch schnell eine Boje vor. Wir gehen dann morgen genauer mit euch auf die Montage ein, die wir einsetzen, auf die Taktik, die wir einsetzen. Aber ich kann da nicht ruhig pennen heute Nacht. Jeder normale Mensch hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, komm, lass gut sein. Die Karpfen beißen wahrscheinlich gut. Lass uns morgen die Wallerrouten auslegen. Aber so viel Zeit haben wir nicht. Eine kommt jetzt noch ins Wasser. Ja, wir haben definitiv die Zeit unterschätzt. Jetzt müssen wir im Dunkeln hier noch das Beste draus machen. Wir sind jetzt drüber auf die andere Seeseite gefahren. Setzen den Köder jetzt hier auch, ähnlich wie beim Karpfenangeln, in die abfallende Kante. We'll be right back.
jetzt schnell an die Kante hier drüben, wo es von dem 6 Meter Bereich wieder hochläuft, in den 3 Meter Bereich an die Krautkante ran. Unseren Köder gesetzt. Wir haben jetzt schnell ein Tauwurmbündel dahin gehangen, weil mit dem Vieh dann hat es nicht mehr zeitlich hingehauen. Und ob die Rute jetzt 100% perfekt sitzt, kann ich euch auch nicht versprechen. Aber lieber einem Wasser als keinem Wasser. Der flinke Karpfen vorhin hat halt wirklich uns dann nochmal Zeit geraubt. Hat keiner mit gerechnet. Aber eine Rute ist scharf und morgen früh dann werden wir in aller Ruhe die zweite Wallermontage vorbereiten. Gegessen haben wir auch noch nichts. Wirklich unglaublich, wirklich unglaublich. Über die Karpfenrute abgelegt und da habe ich eigentlich gedacht, das wird die Fischart werden hier, wo wir wirklich warten müssen, dass das Futter erstmal wirkt, ob wir die richtigen Plätze gefunden haben. Kann Glück oder Zufall sein. Kurze Zeit später pfeift das Ding ab. Ja, und jetzt haben wir wenigstens noch eine Wallerrute draußen. Ich habe jetzt noch überlegt, mit Martin kurz geschwätzt, uns besprochen, ob wir vielleicht noch die zweite scharf machen, aber wir beide sind der Meinung, jetzt noch Lärm hier aufs Gewässer bringen. Der Wind ist komplett eingeschlafen, der Regen ist weg. Da können wir auch einen Haufen kaputt machen. Zwei Karpfenruten sitzen. Eine schnell ausgelegte Welsrute. Wenn wir morgen ins Hell wird, auf jeden Fall nochmal genau uns den Platz anschauen müssen und die zweite Rute scharf machen müssen und euch auch mitnehmen und erklären, was wir hier genau machen und wie wir angeln. Aber ein Eisen ist im Feuer und manchmal, mit etwas Glück, kann ich dann auch einen Fisch bringen. Die Zeit rennt, der Herbst ist da, kürzere Tage, längere Nächte. Naja, Daumen drücken. Die zweite Aktion auf die Karpfenrute, diesmal die rechte Rute mit dem gelben Poppy. Jetzt definitiv ins Boot, weil es ist wirklich vom Winkel her schwierig, den Fisch vom Ufer zu drillen, um die andere Montage nicht zu gefährden, die nur kürzer liegt. Also auf die Karpfen ist Verlass, definitiv, ja. Ist nicht so schlecht, glaube ich. Ja, gut. Oh,
Wahnsinn, Wahnsinn. Sauber gehakt, der Unterlippe. Zack. Hat mega, mega Spaß gemacht. Zweite Aktion am ersten Abend hier am Baggersee. Wieder ein schöner Schuppi. Und diesmal war es der Poppy. Mega. Unglaublich aber wahr, wir haben einen Biss auf unsere viel zu spät ausgelegte Welsrute bekommen. Das ist ja der Wahnsinn, das ist ja der absolute Wahnsinn hier am Baggersee. Die Glocke runter, die nervt, ne? Ich bin aufs Boot. Also das ist wirklich unglaublich. Aber da seht ihr mal wieder. Auch so eine, übertrieben gesagt, sinkgesetzte Rute kann Erfolg bringen. Den inneren Schweinehund besiegen. Oh ja. Und nochmal. Das ist kein kleiner Fisch, Jungs und Mädels. Das ist wirklich unglaublich. Der Herbst hier am Baggersee, zwei Karpfen direkt abgelaufen und jetzt noch ein Waller auf die Jokerroute, muss man ja so sagen. Ein kleiner Fisch. Jetzt ist das ganze Schlauchboot hier im Teich. Komplett das Blumenbündel weggezogen. Gucken, ob ich drankomme irgendwie. Das Beste ist ja, wir sind ja am ersten Tag super vorbereitet. Keine Handschuhe im Boot und nichts. Aber das ist doch mal ein toller Start hier am Baggersee. Zwei Karpfen und vor Mitternacht noch der erste Waller. So, wenn ihr keine Handschuhe mit habt, reingreifen, festhalten. Ein Haken hängt frei unter dem Fisch. Müsst ihr aufpassen mit dem Schlauchboot ein bisschen. Zack. Wahnsinn, Wahnsinn. Und direkt wieder eine nasse Hose. Aber das ist doch ein Megastart jetzt hier im Herbst.
Unglaublich, unglaublich. Absoluter Wahnsinn. Alter, meine Joggenhose. Zeig mal die Schönheit. Nächster Schuppi hier bei unserer Karpfen-Wels-Tour. Schönes Ding. Petri Langer. Petri. Alter Vater, oh. Schön müde. Dritte Karpfen, haben jetzt 3 Uhr. An Schlaf war bisher nicht viel zu denken. Der Mond, der Vollmond steht über uns. Die Leuchtkugel bringt Fisch. Fisch auf Fisch hier am Baggersee. Gleich in der ersten Nacht geht es so vorwärts. Weiter geht's. Rute kommt wieder raus. So wird man doch gerne aus dem Schlafsack gerissen. Der Herbst ist da, Nebel ist auf dem Wasser. Uiuiui, ich glaube, der Fisch ist ins Kraut reingeballert. Jetzt kommt er. Ja, definitiv, der Sommer ist rum. Die ersten kalten Nächte. Die Fische schieben Kohldampf. Ich glaube, wir müssen ins Boot. Ich nehme mal an, der Fisch wird in den Krautgürtel geflüchtet sein. Nach oben in die Kante. Haben wir gestern gut auf dem Echolot gesehen, die Teile. Und jetzt einfach in so einem Fall nicht unnötig zerren. Stetiger Druck auf den Fisch und dann kommt in der Regel raus. Seht ihr, es kommt ganz langsam jetzt. Jetzt merke ich schon unten schon Pumpen. Morgennebel, nächste Aktion. Damit hat echt keiner gerechnet. Ja, ist doch noch irgendwo. Merkt ihr richtig das Kraut unten drin juckeln? Bin mir aber nicht ganz sicher, ob er noch da ist. Komplett in so einen Krautgürtel reingeballert. Könnt ihr nämlich immer ganz vorsichtig schön fühlen. Na, kommt aber.
kann nicht genau sagen, ob der Fisch noch dran ist. Ich merke jetzt gar nichts mehr. Schlagschnur ist fast komplett auf der Rute drauf. 6 Meter Wassertiefe haben wir. Bis jetzt auch gar nichts. Jetzt kommen Luftblasen hoch. Ich glaube, der Fisch ist noch drauf, Jungs. Ja, er ist noch dran. Jetzt geht die Fahrt weiter. Also seht das selbst, macht nicht den Fehler und reißt da rum, weil er denkt, ich sehe keinen Fisch mehr drauf. Vorsichtig rausfummeln. Fisch ist noch drauf. Hat sich wahrscheinlich nur im Kraut festgeschwommen. Ist zwar noch nicht im Kescher, aber bin schon mal happy, dass wir mich jetzt schon verloren haben. Jetzt ist er wieder aufgewacht. Hat kaum was jetzt kommt er lang. Oh, ja. Boilie-Route hier am Durchbruch von unserer Insel. Aber es ist komplett ausgeglichen gelaufen. Zwei Fische an dem Platz, wo wir die ganzen Partikel gefüttert haben und den gelben Neon-Poppy draufgesetzt haben. Und jetzt im Morgengrauen der zweite Biss auf die Bodenköderrute. Hey. Wahnsinn, was ist jetzt mit dem Fisch los? Dampf hat er. So, komm hoch. Wahnsinn, Wahnsinn. Eingeschossen ins sichere Netz. Wahnsinn. Starker Schuppi. Wir haben eigentlich schon verloren geglaubt. Aber we have it. Schöner Schuppi. Wahnsinn, Wahnsinn. Im ersten Morgennebel der kommenden Herbstsaison, so ein starker Schuppi,
Der vierte Fisch jetzt hier am Baggersee, der vierte Karpfen, weil er war ja auch dabei heute Nacht. Was eine verrückte Nacht. Vielleicht ist es die Vollmondphase, in der wir uns auch gerade befinden. Vielleicht hatten wir einfach nur richtig dickes Glück. Vielleicht haben wir aber auch die richtigen Entscheidungen getroffen. Auf jeden Fall freue ich mich riesig. Toller, toller Fisch. Ja, die Schlagschnur hat wieder gut gelitten. Seht ihr hier komplett überdehnt und dann ringelt die sich so zusammen. Deswegen sage ich immer wieder, lieber ein paar Meter mehr Schlagschnur auf der Rolle. Nützlich ist auf jeden Fall, ich habe hier einen 060er Mono vorgeschalten. Habt ihr eben gesehen mit der Krautaktion, wenn der Fisch sich festschwimmt. So, und jetzt schneide ich mir hier 5-6 Meter runter, dass ich das Gekringel weg habe. Und kann dann mein System wieder neu anknoten. Wir sind ja gestern Abend nicht großartig auf die Systeme eingegangen, aber es ist kein großes Hexenwerk. An der einen Rute habt ihr gesehen, der gelbe Poppy an dem 360-Grad-Rig. Das kennt ihr ja schon von mir, ist eins meiner Lieblingsmontagen. Und hier habe ich einen ganz normalen Bodenköder, ein Kombivorfach, der vordere Bereich weich, diesen Plastikmantel, der über das Geflecht läuft, etwas zurückgeschoben, 6er Haken, 140 Gramm Blei, in dem Fall ein Inline-Blei, weil mich das langsam stört mit den Safety-Clip-Montagen, dass in den meisten Fällen das Blei mal weg ist nach dem Karpfenbiss, bleibt im Wasser zurück. Ihr habt natürlich den Vorteil, dass wenn der Karpfen losschießt, in den meisten Fällen das Blei freigibt oder wenn der Fisch in irgendein Hindernis reinschießt, dass er das Blei losbekommt und ihr den Fisch später im Drill komplett an der freien Leine drillen könnt. Das ist ein Riesenvorteil, weil das Blei natürlich auch auf den Hakensitz im Karpfenmaul wirkt, wenn es die ganze Zeit an der Montage dran bleibt. Aber bei der Inline-Montage, wie es auf unserer zweiten Route ist, auf der Bodenköder-Route, habt ihr halt den Vorteil, dass das Blei nach dem Fischfang noch vorhanden ist. Ja. Das ist auf der einen Seite eine Geldfrage, wenn es mal richtig läuft und man verliert 4-5 Blei in der Nacht, kostet richtig Geld. Und auf der anderen Seite auch eine Frage des Umweltschutzes, ja, und der Nachhaltigkeit in Gewässern, wo viele Karpfenangler unterwegs sind. Bleibt natürlich auch einiges an Blei im Wasser zurück. Das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube eh, dass sehr, sehr bald, in manchen Ländern ist es ja schon so, dass Blei verboten ist. Man auf andere Gewichte beim Angeln zurückgreifen muss. Die Angelindustrie ist ja schon stark da in der Entwicklung zugange. Bei uns in Deutschland ist es in den meisten Gebieten und Gewässern noch erlaubt, Blei einzusetzen. Und wie gesagt, diese Frage muss sich dann halt jeder selber beantworten. Ich bin mir sicher, dass ihr mit einem Safety-Rig, wo das Blei ausklingt, sicherer angelt, besserer und sicherer die Fische drillen und fangen könnt. Und bei den Inline-Montagen ist es halt so, dass das Blei mit dem Fisch mit in den Kescher kommt, aber natürlich auch im Drill permanent, je nachdem wie der Haken sitzt, auf den Hakensitz im Maul des Karpfens wirkt. Wir setzen das System jetzt wieder ein, es hat jetzt zweimal gut funktioniert. Im vorderen Bereich habe ich hier so ein Leadcore, eine Bleikernschnur, eine Safety Zone, die legt sich nach dem Ablegen von der Montage schön flach auf den Gewässergrund, dass da keine auffällige Schnur irgendwo emporsteigt und die Falle für den Karpfen möglichst attraktiv und ohne irgendwelche großen Auffälligkeiten präsentiert wird. We'll be right back.
Petri, bam. Petri. Ich glaube, den Köder habt ihr schon gesehen. Wieder der gelbe Leuchtpobby. Kommt auch tagsüber. Aber es ist jetzt halt natürlich ein ganz anderes Wetter, als wo wir gestern gestartet sind. Der Himmel ist komplett bedeckt. Immer noch leichter Nebel kommt runter. Also wir erleben so einen richtigen leichten Niederschlag. Cool. Läuft. Macht mega Spaß. Weiter geht's. Ihr erkennt da schön diese Krautfelder, die in der abfallenden Kante drin liegen, wo der Fisch auch vorhin reingeschossen ist. Hier ist wieder unser Blatt zwischen den beiden kleinen Bäumen dort, wo wir hinter der Krautkante ein paar Partikel füttern und den gelben Poppy hinlegen. Hier ist genau der Angelplatz. Hier seht ihr noch die Krautkanten weglaufen und hier in dem Bereich. Mal schauen, ob es tagsüber auch vorwärts geht. Ja. Also der Start jetzt bei der Session hier war ja wirklich der Wahnsinn. Und am meisten freut mich, dass die Wallerrute noch einen Fisch gebracht hat. Wir haben relativ spät alles ausgelegt, unsere Boje. Da müssen wir jetzt auch noch mal ran. Aber hat sich gelohnt. Ja. Das Glück mit den Tüchtigen. Finny, hättest du gedacht, dass wir so viele Fische fangen? Na, erst mal Gras fressen. Ich bin jetzt mal mit Finny von unserer kleinen geheimen Insel runter. Mal richtig gemütlich Gassi gehen. Die Ereignisse hier am Baggersee in Deutschland überschlagen sich ja. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass das so gut vorwärts geht. Wir starten jetzt auch mit unserer zweiten Wallerroute. Wir haben XXL-Köder jetzt auch am Start. Und ich bin wirklich gespannt, wie das weiterläuft. Der ganze Film hier, Wels- und Karpfenangeln am Baggersee, würde sicherlich 2 Stunden Filmmaterial übersteigen und das ist einfach zu fett. Deswegen werden wir einen Zweiteiler draus machen. Wir steigen jetzt hier aus und steigen das nächste Mal wieder ein. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Es geht noch richtig vorwärts. Und als kleine Entschädigung für euch, dass ihr jetzt noch ein bisschen auf das große Finale warten müsst, haue ich euch jetzt hier noch ein Gewinnspiel, ein Rätselspiel rein. Schätzt doch einfach mal. Der erste Teil ist ja jetzt online, den habt ihr ja gesehen. Aber schätzt doch einfach mal, wie viele Karpfen und Waller insgesamt in beiden Teilen gefangen werden. Ich habe schon gesagt, wir haben jetzt große Köder am Start. Es werden jetzt auch 2 Wallerrouten im Einsatz sein. 2 Karpfenrouten, 2 Wallerrouten. Jetzt haben wir Zeit, alles in Ruhe vorzubereiten. Schätzt einfach mal und ratet mit, wie viele Welse und Karpfen insgesamt Teil 1 und Teil 2 hier am Baggersee in Deutschland von uns gefangen werden können. Als Preis verlose ich euch einmal 4 Kilo Boilies. Und der zweite Preis, eine starke Leech-Polarisationsbrille. Ich mache es euch mal auf. Cooles Teil.
Schreibt einfach in die Videokommentare von einem der beiden Videos. Das nächste Video wird wahrscheinlich nächsten Sonntag, vielleicht auch übernächsten Sonntag kommen. Ich weiß es noch nicht. Ich werde zwischendurch selber noch mal längere Zeit angeltechnisch unterwegs sein. Muss mal gucken, wie ich mit dem Schneiden da vorankomme. Schreibt einfach in die Videokommentare von einem der beiden Videos, wie viele Karpfenwälze gefangen werden. Und unter den ganzen richtigen Antworten werden zwei Gewinner ausgelost. Der eine bekommt 4 Kilo Boilies und der andere diese starke Leech-Brille. Schaut übrigens auch mal in der Videobeschreibung, denn bei Leech im Leech Store bekommt ihr permanent von mir mit meinem Rabattcode 20% auf alle Brillenmodelle. Coole Teile für uns Angler. Viel Erfolg und Glück für euch beim Mitraten. Wir sehen uns beim nächsten Video, Teil 2, Karpfen- und Welsangeln hier in Deutschland am Baggersee. Da geht es nochmal richtig vorwärts, versprochen. Bleibt gesund, dicke Fische für euch. Viel Spaß beim Angeln, euer Stefan. Ciao, ciao.